Wir reden heute über Telematik. Jetzt sehe ich schon einige Leute die Augen verdrehen. Hatten wir schon, erzähl uns was Neues. Ja, stimmt. Allerdings haben wir bis dato nur behandelt die Telematik am von der Zugmaschine stromversorgten Auflieger. Heute reden wir über Telematik für die Wechselbrücke. Und da stellt sich schon die Frage, wie es da mit der Stromversorgung funktioniert. Nun, eigentlich ganz einfach mit der KRONE KSC Solar. Steigen wir der Blechbüchse mal aufs Dach und sehen uns das etwas genauer an. Was sofort ins Auge fällt, ist die kompakte Bauweise. Und dennoch erzielt die KSC-Box die gleiche Solarleistung wie die der Marktbegleiter. Und sie baut sehr flach. Das System verschwindet komplett in der Sicke. Okay, das mit dem Solarpanel ist vielleicht nicht revolutionär neu, aber nur von außen betrachtet, denn das KRONE-Sahnestückchen ist innenliegend. Denn tief im Inneren wird in der KRONE KSC Solar der Akku mit einem sogenannten Superkondensator kombiniert. Und diese Kombination sorgt dafür, dass der Akku selbst bei extremen Temperaturen von minus 20 Grad Celsius und bis rauf auf plus 60 Grad Celsius geladen werden kann. Und so kommt der Akku auf eine Standzeit von bis zu 8 Jahren. Die Marktbegleiter müssen sich beim Laden des Akkus auf einen Temperaturbereich von ca. 0 bis allenfalls 40 Grad Celsius reduzieren. Die KRONE KSC Solar verwendet den 4G-Mobilfunk-Standard und ist somit auch zukunftssicher, wenn die 2G- und 3G-Netze abgestellt werden. Außerdem verfügt sie in Kürze über Bluetooth-Schnittstellen, um auch externe Sensoren wie Temperatur und Türöffnung auslesen zu können. Eventuell erforderliche Updates kommen standesgemäß over the air. Und da das KSC Solar auch sehr leicht nachgerüstet werden kann, haben ab sofort auch ältere Wechselsysteme Zugang zu modernen. KRONE Inverte, Hausnummer 4.0.